Noch ein bisschen Schokolade und fertig ist der Baumkuchen. Im Stadtmuseum Cottbus bekommt er jetzt seine eigene Bühne. Denn vor genau 200 Jahren hat Maria Groch den ersten Cottbuser Baumkuchen gebacken. Heute hat jeder Bäcker sein eigenes Geheimrezept, aber die grundlegende Machart und natürlich die Baumringe sind immer noch gleich geblieben. Wer aber nun wirklich den ersten Baumkuchen in ganz Deutschland gebacken hat, ist Ansichtssache. Ja, also da ich jetzt hier in Cottbus im Stadtmuseum bin, sage ich einfach mal als erstes hier. Aber der Streit in Anführungsstrichen ist ja eigentlich immer da gewesen, ob jetzt Salzwedel der erste war oder Cottbus. Ich möchte mich da nicht zwangsläufig festlegen. Es ist eine leckere Angelegenheit und in Cottbus hat es die Maria Groch um 1819 das erste Mal versucht. Im Moment sind wir hier und sagen, Cottbus hat es geschafft. Das Thema spielt für Dagmar Pfeiffer aber auch gar keine Rolle. Schließlich geht es in der Ausstellung noch um viel mehr. Sie zeigt alte Cottbuser Cafés und Konditoreien, eben auch die der Familie Groch. Ihre Baumkuchentradition zog sich nämlich bis ins Jahr 1939. Im 19. Jahrhundert ist die Familie sogar als Hoflieferant ernannt worden. Der Baumkuchen ist nämlich nicht nur der König unter den Kuchen, sondern auch der Kuchen der Könige. Passt eigentlich beides ganz wunderbar. Es ist der Kuchen der Könige, weil er in den Anfangsjahren seiner Herstellung von den Inhaltsstoffen und von der Art der Herstellung sehr, sehr teuer war und sich deswegen wirklich nur Könige oder höher gestellte Personen sich ihn leisten konnten und auch bekommen haben. Und es ist auch der Kuchen oder König der Kuchen, weil er eben anderseitig herum auch von der Herstellung so aufwendig ist und deswegen ja, diese Bezeichnung durchaus verdient. Bei einem Stück Kuchen darf aber natürlich auch der Kaffee nicht fehlen. Auch der war anfangs nur wohlhabenden Leuten vergönnt. Später wurde aus einer Männerdomäne dann der Kaffeeklatsch in der heimischen Stube. Zubereitet zum Beispiel mit der Zypresta Moketta, der ersten Kaffeemaschine der DDR. Und zwischen den ganzen Exponaten brechen Hansi und sein Café die Ausstellung ein bisschen auf. Ja, mein Hansi ist eine Leihgabe aus dem Stadtmuseum Jena. Der peppt eigentlich mein Ambiente eines Kaffeehauses noch so ein bisschen auf mit dem Baumkuchen in der Hand. Und auch sonst hat Dagmar Pfeiffer das Auge für alle Details. Im letzten Raum können Besucher dann selbst ein Tässchen Kaffee probieren und sich das alte Rezept von Maria Groch zum Nachbacken mitnehmen.